Oh. Ja, ja, aber guck mal an, da unten ist richtig, das ist ja richtig. Ach krass. Mit Lava und allem drum und dran. Ach krass, ich muss wieder hoch. Moment, hier ist Luft. Haha, ich schwimme in der Luft. Geil, hier ist echt ein Graben. Ja. Ich sehe. Das Problem ist, das Hochschwimmen dauert so ewig. Oh oh. Hehe. Schneller, los, hopp, du schaffst es. Oh. Ich schaff's. Au! Ich komme. Yay! Hast du es überlebt? Bist du auch da weg? Ja, ich hab mal geguckt, was du da machst. Da ist tatsächlich auch Lava und alles. Ja, es ist eine Schlucht. Ja, ich hab ich gar nicht gesehen vorher. Das unter Wasser gibt's die öfters mal. Das ist so sehr realistisch. Was? Ja. Na klar, das kennst du ja, wenn man so mal so im Meer schwimmen ist, da unten unter mal so Lava und so, klar. Mach ich ja ständig. Mhm. Ja, du wohnst ja nur an der Nordsee, da kannst du sowas ja öfters mal sehen. Aber ja, weg. Wir haben hier. Ja, ja, aber ich hopp's. Ich meine, wenn ich in der Karibik hier bin, da ist, ne? Ja, ist leichter, stimmt. Guck mal, könnte das eine Insel sein? Nee, das sieht nur so aus. Der muss aber ordentlich gerade nachladen hier. Das bei mir braucht er auch spruchweise. Das ist. Wow. Das ruckelt gerade, das ist ja ekelhaft. Ja, guck dir mal die Frame. Oh, eine Insel! Oh nein, das ist eine Insel, die ist riesig. Und sie besteht aus Gras. Unbelievable. So was haben wir vorhin noch gar nicht gesehen. Aber auch nicht drauf gepflanzt. Nein. Nee. Nein, Quatsch. Sag mal, es ist ja. Schon spannend und aufregend und so. Ja, natürlich. Da fliegt gleich der Hut weg. So. Hui, siehst du da? Da hinten. Da du hast ja noch nicht mal einen auf. Ja, das liegt daran, dass er mir vorhin schon weggeflogen ist, in freudiger Erwartung, dass wir hier so spannende Action machen. Ja, das ist echt toll. Das ist echt, weiß schon, warum ich mit Minecraft immer auch so nicht mit diese Boot Abwechslung gerade. Ja, also die Flecken auf der Erde, wenn du jetzt unten ins Wasser guckst, die Flecken, wie die sich immer verändern. Stimmt, ist das eine geheime Karte, wo denn der Schatz zu finden ist. Richtig, die Illuminaten. Oder wir befinden uns auf dem bewässerten Rücken einer Kuh. So, wie das aussieht. Der da hinten ist die Welt zu Ende und Cassiopeia trägt da die Welt auf ihrem Rücken und dann geht es irgendwo runter und dumm. Ja. Also auf jeden Fall sind wir hier in neueren Gebieten. Das ist definitiv Minecraft 1.4.2. Was kann man an den ganzen Karotten und so sehen? Die vielen Kartoffeln, die überall und jede Ecke sind Hexen und Fledermäuse und so. Ja. Unglaublich. Okay. Eine Wolke. Boah, Wolken. Guck mal. Guck mal, das ist Wolken. Da ist noch eine Insel. Echt? Wo? Ich sehe. Die geht sogar über das Wasser hinaus. Nee, echt? Ach, krass. Pilz? Oh mein Pilz? Das ist ein Pilzbiom. Wir haben ein Pilzbiom gefunden. Krass. Wie weit du einfach mal weg bist. Ja, Pilzbiome siehst du immer, kann man immer nur, da sind Kühe auf den Pilzen, geil. Pilzbiome findet man nur immer im Meer. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Nein, ich will mein Boot. Ja, ich habe noch kein Meer gefunden bei mir, deswegen. Ach, geil. Das ist immerhin etwas, das hat sich gelohnt. Wenn man hier übrigens untertaucht, ist das Wasser lila, das ist voll lustig. Hallo! Die sollten mal zum Friseur. Ja, ich kümmere mich gerade drum. Wie macht man das? Schere. Habe ich nicht. Der Blick wird danach aber auch nicht besser von Kühen. Nee, ich glaube, denen geht es da nicht sonderlich gut. Ach, geil. Wir haben Pilzbiom gefunden. Das ist super. Cool. Kann ich mir hier Pilz mitnehmen? Gut, dann können wir ja wieder gehen. Richtig. Tschüss. Ich nehme mir jetzt... Ach so, daraus. Aber das Wetter ist jetzt auch nicht so geil hier. Also es ist, na gut, Sonnenuntergang. Ja, das ist jetzt halt dunkel. Daraus kann man jetzt sich jetzt ganz viel Essen machen. Ja, tonnenweise Mushroom Stew. Mhm. The Mushroom Stew is a very, very, very positive, I don't know what I want to say. Essen. Look at my horse is amazing. Dampft der Boden hier oder was macht der? Der Boden dampft, ja. Warum dampft denn der? Das ist, weil das so Pilzboden ist. Das sind Sporen. Das sind Sporen, die da raus... Oh, verdammt, ich bin da runtergefallen. Kriegt man das denn wieder aus den Klamotten raus? Gar nicht. Du mutierst irgendwann zum Pilz. Ja. Pilzio! Hui! Cool, wir haben Pilzbiom gefunden. Das wollte ich im Let's Play immer finden. Das war so ein Ziel von mir, so ein Traum. Kannst du jetzt abhaken? Das kann ich abhaken, auf deiner To-Do-Liste. Ja. Very great. Sie ist very great. Vor allen Dingen habe ich jetzt echt tonnenweise Pilze. Das ist cool. Ja, hier sollte genug sein. Dann schlage ich mir noch den hier kaputt. Ja, ich habe da schon mal so eine Ecke rausgebissen. Aber hier kommt irgendwie nichts raus gerade. Es dauert lange. Achso, da war einer. Plopp.
und zu kommt mal einer raus. Da waren zwei gerade. Ich hole mir mal so einen von den Fliegenpilzigen. Ja. Ja, mal so ein bisschen Abwechslung. Ha, hier fliegen Pilze. Durch die Luft. Wahnsinn. Wir sollten bald mal aufhören. Ja, ich spüre es auch schon. Ja, wir bauen uns jetzt dann hier... Na toll. Regen. Ich bleib unter dem Pilz. Ich baue gerade meinen Regenschirm ab. So was Blödes. Hier kommt doch mal gar nichts raus. Vielleicht muss man eine Schere nehmen, wie ich die benutze. Da war einer. Ich hab ja Eisen dabei. Ja, ich brauche hier nichts. So ist hier nicht. Wir bauen uns jetzt hier unter einem Pilz ein Haus. Fertig. Das sieht man noch. Das können wir machen. Wir können uns dann ja durchgraben bis zu deiner Welt. Bis zu deiner ja, eben. Wir machen das unterirdisch. Wir buddeln uns nach Hause. Das geht ja auch schnell. Mit einer schönen Holzspitzhacke. Amanda? Da drüben ist ein schöner großer Pilz. Oh. Machen wir jetzt einen Wohnpilz? Das ist ja wie bei den Schlümpfen dann. Ja, genau. Ja, ja, la, 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 la. Ich hasse die Schlümpfe. Habe ich das erwähnt? Öfter. Zumindest mir. So. Das muss ich irgendwie jedem erzählen. Aber wie kommt diese Abneigung? Ich weiß es nicht. Es ist so ein Gefühl. Ist es diese Fröhlichkeit, die verbreiten? Das kann natürlich sein, ja. Die geht einem schon so ziemlich auf den Zeiger. Also ich mochte die früher zumindest ganz gerne. Ja, als Kind auch, aber irgendwann dann später nicht mehr. Ja, es ist halt Kinder in erster Linie. Ja. Zeugs. Wollen wir das in der Mitte hier rausruppen? Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja. Volle Stängel da. Stängel. Wäre so toll, wenn ich jetzt eine verzauberte Spitzhacke mit diesem Samt-Dingsbum habe, diese verzauberten Spitzhacken mit Samthandschuh oder wie das da heißt. Ja. Da kannst du ja dann dieses Pilzzeug hier abbauen. Wenn ich jetzt das abbaue, kriege ich nur blöde Erde. Mhm. Doof. Ach so. Ja. Ja. Das ist schade. Das ist true. MG. Kommt man auch irgendwie nicht drum herum, das mitzusagen, ne? Nee, das hat sich einfach so eingebürgert. Ist das? Hör so mal auf zu reden! Ist das aber hübsch hier. Wobei, da hast du dich verbaut. Egal, es ist unwichtig. Also guck mal, wie schnell sowas geht. Ne, schon ist es ein Haus. Ich habe leider kein Glas mit dabei. Ich mach mal Licht. Sehr gut. Glas. Warum habe ich noch ein Glas? Cool, dann kannst du uns ja wenigstens hier mal Glasfenster. Warum habe ich noch ein Glas? Weiß ich nicht. Ist mir glasklar, dass ich das nicht weiß. Das reicht aber nur für 16 Scheiben. Wo sollen wir denn mal hin? So? Ist ja blöd. Ja, das ist schön. Wunderhübsch. Andere Seite, wo machen wir den Ausgang? Oder wollen wir nicht wieder raus? Rausgehen. Bleiben. Leider gibt es hier sonst kein Holz und ich habe keine Setzlinge mehr. Also wir sind jetzt out of Holz. Ich habe noch 6 Stämme und 3 Bretter. Das ist toll. Ja. Dann machst du doch mal eine Haustür. Ja, das ist so cool. So. Ja, ich höre Geräusche. Das ist wunderschön. Ja. Wir haben eine Erdwand. Da, Tür. Von außen? Ja. Zack. Ich mache eine Holztür und die ist aus Eisen. Wunderschön. Oder das ist das Halloween-Texturenpack hat so der Style. Das. Ich verstehe. Ich habe noch 4 Fensterscheiben. Dann kannst du ja hier noch 2 reinballern. Dann tust du schön Holz da oben lang. Bestimmt hier wieder noch Holz. Ich habe irgendwie auch keinen Platz mehr. Weil du mir hier unbedingt einen goldenen Apfel schenken musstest. Tut mir leid. Ja, aber hallo. So, wunderbar. Lieb. Ach, guck mal. Hast du noch ein bisschen Holz? Ja. Hau mal das doch da noch rein. Hau mal. Hau mal drauf. Hau mal da. Und jetzt hast du noch Fenster, oder? Ich habe sogar noch 2 Fenster. Ja, passt doch. Da unten? Ja, so? Ja, klar.
Es ist 100 Wasserbau. Wunder, Wunder. Jetzt gib mir mal dein Holz. Welches, das volle oder das halbe? Das volle da. Ich habe nur noch 2. Das ist gut. So, das reicht. Mhm. What do you have for? I have something for us. This would be very great. Aha. There is one bed in there is another. That is schön. Unbelievable, it's true, oh. Mann. Ich sehe da überhaupt nicht, dass er gesaved hat. Weiche von mir. Gleich wird es aufhören zu regnen. Weißt du, woher ich das weiß? Weil wir geschlafen haben. Nee, Intuition. Schön. Aber ich will mal unser Meisterwerk von außen betrachten. Das ist doch wunderhübsch hier. Das geht sogar. Das ist eigentlich ziemlich geil. Bisschen asymmetrisch an einer Stelle, aber es ist nicht so schlimm. Ja, das ist halt, das passt zum Biom. Ja, stimmt. Das ist auch irgendwie crazy. Voll crazy. Crazy. Das Wort haben die Schweizer erfunden. Ja, crazy. Crazy. Das ist ja echt cooles Pilzbiom, ist echt schön. Endlich mal ein Pilzbiom. Das bedeutet allerdings, dass ringsrum wirklich sau viel Wasser ist, weil Pilzbiome sind immer nur im Wasser. Und ja, wir haben ja sau viel Wasser gefunden. Guck mal, hier oben ist ein Gipfelpilz. Cool. Gipfelpilzer. Hätte ich mal bloß nicht alle Saplings verballert. Ja. Sonst hätten wir uns jetzt. Ein Aussichtspilz. Wow. Hätten wir uns hier ein Lager bauen können. Ich habe jetzt ja auch kein Holz mehr, das heißt. Ich auch nicht. Ja. Unsere Boote waren da hinten. Ich habe meins nicht kaputt gemacht. Ich auch nicht. Das ist gut, dann können wir dann auch wieder zurück. Aber bei unseren Künsten. Ich habe Angst. Ja, dann müssen wir schwimmen. Das wird bestimmt nicht. Ich habe noch 4 Bretter dabei. Das war's dann. Ja, wir können uns ja noch von den Baumstämmen unserer Bude was holen. Das passt doch. Da waren wir ja so verschwenderisch. Oder wir machen es uns ganz einfach und beenden die Aufnahme hier auf dem Pilzbiom und ich muss dann alleine nach Hause. Das kannst du auch gerne machen. Dann würde ich es reicht halt gerade nicht für eine Truhe aus, dass ich das ganze Zeug dir da reinlegen kann. Dann musst du jetzt von den Stämmen noch was abreißen. Ja, echt einen ganz unentdeckten hier. Ja, eben. Stört den doch nicht, den Stamm. Nee, so. Pam. Jetzt reiße ich hier noch die Scheiße ab. So. Bin doch schön. Ja, rausreisig. Rausreisig. Das heißt True. Wunderschön. Jetzt habe ich 10 Bretter. Jetzt aber nicht mehr. Wo kann ich das? Kann das da einfach in die Mitte? So, wunderbar. Ja, mach doch, passt doch. Ach, alles da rein, das passt auch noch nicht mal. Wobei, ich kann dir auch noch ein bisschen Krempel geben. Ich habe aber auch keinen Platz. Ich nehme die Pilze, ich nehme mal mit, was ich nehmen kann. Du guckst bei dir, was du das decken kannst. Richtig, mache ich. Das heißt, die Heimfahrt wird sehr schön für dich werden. Ja, ich merke. Kannst du noch was? Ja, wunderbar. Ich bin leer. Ja. Das ist sowohl schön. Sowohl inventartechnisch als auch. Nur deine Klamotten. Aber wenn wir den Server wieder starten, startest du sowieso an der Stelle hier, weil ich das ja mitspeichere. Das ist schön. Du setzt dann Fackeln, ne, in die Richtung? Ja, klar, ja. Und die Truhe füllst du vorher auch noch auf. Mm-hmm. Ja, nee, ich teleportiere dich dann notfalls. Das ist. Oder ich komme einfach das wieder sagen hierher. Sie alle. Ich komme einfach wieder hierher. Ist ja eigentlich echt ganz hübsch hier drin, muss ich ja mal sagen. Ja, ich baue sonst ja immer viel zu groß. Aber es hat was so niedlich und klein. Ja, putzelig. Und die Aussicht ist halt auch cool. Auch mit den Bettlaken ist das cool. Mhm. Ich mag das Hogwarts-Creeper-Zeichen. Oh, Kriebwarz. Nom, nom, ja, nom, schön. Nom, nom, nom. Na gut, dann esse ich jetzt noch mein Hühnchen auf. Nee, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Minecraft-Aufnahme. Hoffentlich findest ich du wieder gut. Ich erstmal noch eine kleine Pause und dann. Ja, ich muss mich regenerieren. Danke fürs Dabeisein, Lordram. Ja, bitte, 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 immer gerne. Bis zum nächsten Mal. War ich eigentlich dein erster Gast? Ja. Oh. Oh, ja. Ich fühl's besonders. Ja, das war special. Ja, wir hören mal lieber auf, sonst muss ich mich noch selber loben. Ich wollte gerade auf Aufnahmestopp drücken, aber das brauche ich ja gar nicht. Ja. Okay. Tschüss, liebe Zuschauerschaft von der lieben Hannibal. Und tschüss, Rahmschnitzel. Bis zum nächsten Mal. Adios.